Ich glaube, es ist böse zu mir, beziehungsweise Death ist böse zu mir, das Death-System. Es ist böse zu mir. You were teleported to safe location because a quick change of game servers. Ja, was kann ich dafür, wenn das Spiel abstürzt? Mann. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Warz. Ich hoffe, dass ihr überhaupt was erkennt. Es ist nämlich ein bisschen dunkel noch, aber es wird langsam aber sicher hell. Und ja, wie man da unten erlesen kann, ich wurde jetzt, das ist jetzt das Anti-Server-Hopping-System. Entschuldigung fürs Husten. Aber dafür wollte ich jetzt gerade keinen Cut machen. Also das ist jetzt das Anti-Server-Hopping-System von Swartz oder Warz einfach nur. Man weiß es nicht. Ja, was einen, wenn man zu oft auf dem Server joint, dann zu einem anderen Punkt hin teleportiert. Was ich persönlich ganz gut finde, ist es aber blöd, wenn man irgendwie wirklich, wenn das Spiel abstürzt und man dann, naja, woanders hin teleportiert wird. Außerdem kann man so auch ganz gut einfach irgendwo, naja. Ist ja auch egal. Wie komme ich Quick Change of Game Servers? Stimmt zwar nicht, ich bin immer wieder auf den gleichen gegangen, aber gut. Vielleicht konnten sie das nicht feststellen. Ich muss jetzt erstmal mich hier wieder ein bisschen zurechtfinden, auch in Warz, weil ich habe lange nicht mehr gespielt. Also wirklich lang. Bestimmt 2 Tage nicht. Nein, also. Haben die neue Animation oder sieht das einfach nur irgendwie? Oder kenne ich die? Oder? Nee, sieht immer noch so animiert aus wie früher. Also so qualitativ hochwertig. Na, natürlich nicht. Also ich mag das Spiel, ja. Aber es ist nun mal. Das ist wie ein Call of Duty, das Spiel. Ich mag es, aber irgendwie, es ist nicht so das Beste. Naja, wie gesagt, ich Let's Plays trotzdem lieben gerne, weil es mir einfach Spaß macht und es mir eine Menge Klicks einbringt. Was? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Natürlich denke ich auch ein bisschen an die Klicks. Ich bin ja Klickgeil. Nein, aber, naja. Ich muss halt auch ein bisschen um meinen Kanal denken, weil ohne richtiges Feedback und alles ist das hier irgendwie sinnlos, ne? Darum muss ich ab und zu auch mal sagen, dass ich auch ein bisschen auf Klicks aus bin. So, weil es ja auch stimmt. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder abchecken, ob hier überhaupt was drin ist oder ob hier überhaupt jemand drin ist. Da liegt auf jeden Fall irgendwas da oben. Gut. Oh, ich brauche auch was zu trinken. Bumm. Vom Bumm. Bumm ist nie gut. Bumm war noch nie gut und wird auch nie gut sein. Ah, ich trinke einfach den Juice. So. Was haben wir hier? Bandages. Was haben wir hier? Ein Chocolate Bar. Was haben wir hier? Can of Ham. Was haben wir da? Ein Liter, ne? Das war ein Liter. Ach, nehmen wir einfach mit. Na gut, tun wir nicht. Tun wir nicht mitnehmen. Genau, tun, ne? Okay, den darf ich mitnehmen. Darf ich noch irgendwas mitnehmen? Nein. Doch. Nein. Doch. Ich weiß gar nicht, ob ihr den, den Charakter jetzt hier kennt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Weil... Baum. Nein, ich glaube, ich habe nämlich mit dem hier alleine nochmal gespielt. Ich bin mir aber gerade nicht 100%ig sicher. Aber ich höre schon wieder dieses Geräusch. Diese Geräusch. Boah. Boah, wäre das jetzt jemand gewesen, der wäre jetzt tot. Das kannst du mir aber glauben, da wäre ich so geschockt gewesen, dass der Typ da plötzlich drin ist. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Hallo, ist hier? Hallo? Hallo? Nein, hier ist niemand? Okay, gut, danke. Danke für die Info. Warte mal, wer hat das gesagt? Oh, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, beziehungsweise es ruckelt nicht, es geht mit den Frames hoch und wieder ein bisschen runter und wieder hoch. Dadurch sieht das für mich aus wie ruckeln, für euch vermutlich nicht, aber für mich, ja. Okay, jetzt, okay, ja, ist ja gut. Es wird schon nichts passieren. Uns wird nichts passieren, wir überleben das alles. Okay, habe ich euch schon über die Neuerungen aufgeklärt? Ich glaube ja, auch darüber, dass man vergiftet werden kann, ne?
Ich glaube, darüber habe ich euch auch schon aufgeklärt. Und ich habe gerade keins von diesen Covinensis. So. Das Praktische ist, ich will ja, das ist ja momentan mein Ziel, in die Top 100 von den meist getöteten Zombies kommen. Also so gesehen, dass ich die meist getötet, also unter den Top 100 bin, der meist getöteten Zombies. Ne? Das ist mein Ziel momentan, in dieser Sekunde. Und das heißt also auf gut Deutsch, das ist gerade ganz gut für mich, dass hier immer wieder mehr Zombies auf mich zukommen. Das freut mich. Gut, ich werde, denke ich mal, nie Platz 1 werden, weil ich so viel Zeit gar nicht habe, so viel Warz zu spielen, weil ich meine, der erste Platz hat irgendwie 32.000 Zombies oder so getötet. Da komme ich dann vielleicht irgendwann mal ran, wenn der nicht mehr spielt. Aber wenn der weiter spielt erstmal noch, dann bin ich erstmal gearscht. Ne, der. Oder? Sag mal. Na, bitte, zwei Zombies haben wir. Den einen können wir, glaube ich, schon so ausschalten. Okay, können wir nicht. Also ich dachte, bevor der andere hier ankommt, aber gut, so geht das auch. Und jetzt kommen wir hier rüber, so langsam. Ich wurde auch ziemlich weit weg teleportiert. Ich war dort in dem Haus, ne? Ziemlich weit weg. Wäre ich ja jetzt niemals hingekommen. Ja gut, ich wäre vermutlich wirklich niemals dahin gekommen. Also nicht rechtzeitig, wenn mich dort jemand gekillt hätte. Wäre ich vermutlich echt nicht rechtzeitig dort gewesen. Aber gut. Jetzt hauen wir dem hier erstmal noch in den Schädel zu Brei. War da gerade was? Oder jemand besser gefragt? Ich weiß es nicht. Ich gehe aber einfach weiter. Oh, ist das ein Nachtsichtgerät? Das ist ein Nachtsichtgerät, oder? Oh, das sieht ziemlich danach aus. Wo ist er? Equip. Na, nee. Ne, ist scheinbar trotzdem nur Deko. Na gut. Oder? Ah, sieht aber trotzdem gut aus. Okay. Ach, es wiegt zu viel. Nee. Equip. Drop. Aufnehmen. Wiegt immer noch zu viel. Wo kommt der Zombie eigentlich her? Habe ich den da getötet? Echt? Habe ich den echt hier getötet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Alter. Krüger Mini ist noch voll. Die hier ist noch voll. Ist noch alles voll. Das ist das Problem. Aber trotzdem kann ich nichts mehr hochheben. Naja. Man muss das halt hier liegen bleiben. Das mit dem Gewicht stört mich so ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also dass man nicht mehr unendlich viel dabei haben kann, aber gut. Wenn die Entwickler das nun mal so wollten, kann ich den nicht verübeln. Und Dach. Mann, Mann, Mann. Ich mit... Jetzt lege ich gerade wirklich ein paar Zombies nieder. Sorry. I'm cool. Was? Entschuldigung, ich bin cool. Also er sucht nur noch was zu trinken. Der Arme. Only the Candy. Ja, the Candy ist aber auch eine Waffe. No? Nee. Ich weiß sowieso gerade gar nicht, nach was ich suche. Ich meine, ich kann eh nichts mehr tragen. Genau, ich suche nach einem größeren Rucksack. Danach suche ich gerade. Weil ich will jetzt nicht direkt Aufnahme beginnen zur Safe Zone rennen. Glaube ich, mache ich aber trotzdem gleich. Wir hatten jetzt hier Probleme. No. Von unten kommt jetzt bestimmt gleich ein Zombie. Auf mich zu. Na, komm. Nö. Wo bleibt er denn?
Ich hab doch einen Zombie hier angezogen. Da ist er. Ich könnte natürlich auch die Mösberg hier liegen lassen. Nee. Ich habe es jetzt mit Absicht Mösberg genannt. Aber könnte ich natürlich machen. Ich könnte auch mal ganz woanders hinwandern jetzt. Fällt mir so ein. Ich könnte jetzt auch einfach mal weggehen. Hier aus Campos. Ich bin so häufig hier in Campos, dass mich das irgendwie stört. Ich mag das nicht, wenn man dauerhaft in einem Let's Play nur an einer Stelle ist. Das finde ich irgendwie immer blöd. So. Darum laufe ich jetzt dorthin. Ziehen wir den hier an. Tot. Tot. Und der Hubert ist weg. Irgendeiner hat jetzt bestimmt Panik, ne, von den neuen Leuten, beziehungsweise acht anderen. Ja, gut. Vergesst es, von den neuen Leuten, die hier noch drauf sind, von den neuen anderen Leuten. Die beiden hier, die könnte ich natürlich noch töten. Mache ich auch. Das hat ja getroffen, du. Alter, das war ein Treffer. Aber die sind jetzt hier an ihrer unsichtbaren Barrikade angekommen. Das heißt also auf gut Deutsch. Unsterblich. Ja, scheiße, hätte ich das mal jetzt gewusst. Oh, Spiel ist abgekackt. Nee, Server ist abgekackt. Gut. Also, nicht gut eigentlich, aber gut. Nicht gut, aber gut. Boah, Alter. Diese Logik in meinen Sätzen. Na? Oder wurde ich einfach irgendwie von dem Server gekickt, weil ich so böse bin? Hallo? Ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme. Oder pausiere sie mal. Ja, und nachdem beim letzten Mal bei... nachdem beim letzten Mal für mich... das Dings, bei mir ist das Internet abgekackt, das würde ich sagen. Der könnte knapp werden. Ja. Das wird er. Fuck. Okay, ich sollte sprinten. Okay, also wie gesagt, nachdem beim letzten Mal für mich das Internet einfach nur abgeschmiert ist, nein, es waren halt nicht die Server. Bin ich jetzt wieder in der Welt von Schwarz. Um genau zu sein, in Colorado. Ach ja, Colorado. So. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich gerade geredet habe. Darum ist egal, weil ich habe jetzt mehrere... Fuck, es wird dunkel. Super toll. Geil, danke. Weil ich habe jetzt mehrere Stunden fast schon damit verbracht, das Internet neu zu starten. Und es wird dunkel. Ey, fick dich. Ganz ehrlich, Spiel. Du willst nicht, dass ich dich spiele, ne? Du willst es gerade nicht. Naja. Ich werde es jetzt einfach noch ein bisschen aufnehmen. Und wenn es dann dunkel wird, beende ich wieder. Das heißt, es wird ja schon dunkel. Es ist ja schon fast dunkel. Und um 21 Uhr, meine ich, ist es so dunkel, dass man nichts mehr sieht. So, geil, scheiße, ey. Fick dich, Spiel, fick dich, ganz ehrlich, fick dich, fick dich, fick dich. Das kann ich jetzt ganz oft sagen, fick dich, Spiel. Na, okay. Dann frage ich mich, warum ich jetzt überhaupt die Aufnahme nochmal gestartet habe. Ganz ehrlich. Wenn ich jetzt gleich eh wieder beenden muss, der sollte... Oh. Ist das, was da liegt, ein Zombie oder ist es... Eine Leiche. Weil wenn das eine Leiche ist, dann habe ich ein Problem. Aber das ist ein Zombie. Dann habe ich kein so großes Problem.
Aber ich finde es gut, dass hier jetzt gerade Zombies liegen, ohne dass hier eigentlich ein Grund dafür ist, ne? Also außer das Straßenschild. Aber ich glaube, dass das Straßenschild... nee, das Straßenschild. Bin ja das Straßenschild schon. Ich denke einfach mal, dass das Straßenschild jetzt nicht... nicht so unbedingt als Objekt, also als Ort für Loot, beziehungsweise für Zombies anerkannt ist. Das hier ist die Route 50. Speed Limit. Okay. Vergesst, was ich von wegen Route sagen wollte. Hey. Okay. Hey. Wir kloppen halt noch ein paar Zombies jetzt erstmal. Es wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn ich jetzt verrecken würde, ganz ehrlich. Oh, da liegen direkt zwei. So. Also dadurch kriege ich natürlich ganz viel Experience. Funktioniert der Skilltree eigentlich? Das gucken wir gleich mal nach. Wie gesagt, schauen wir gleich mal nach, ob der Skilltree mittlerweile funktioniert, also für jeden. Das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Ich meine, da stand aber irgendwas von wegen Skilltree. Ne, das interessiert mich jetzt so sehr, dass ich jetzt mal gerade nachschauen muss eigentlich. Ja, komm, wir schauen mal gerade nach. Servernamen mehr... Nein, wir schauen später nach. Weil ansonsten werde ich hier Serverhopping und alles wieder... Ah, jetzt geht's schon in die Nachtsound rein. Na, dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir schauen jetzt einfach mal. Nein, Cancel, danke. Eine Safe Zone haben wir hier nicht. Super, Rocky Ford. Wir gehen durch Mountain Crest. Wir gehen durch Mountain Crest zu der Safe Zone. Dann auch in der, also in der nächsten Aufnahme weiter dann. Oder sind das Nachtsound oder sind das Waldsound? Scheint nämlich eher so eine Art Waldsound gewesen zu sein. Oh Mann, das überlebe ich doch niemals. Oh. Hä? Oh, ne, geht. Ich lebe noch. Ich lebe. Und jetzt kommt ein Sniper. Hat da draußen gerade jemand gehupt? Ich weiß es nicht. Mir fehlt hier noch immer ein Voice Chat. Tralalalalalalala. Tralalalalalalala. Ist es eigentlich von der GEMA geschützt? Ja, bestimmt. Naja. Wie sieht's eigentlich aus? Wer guckt noch alles zu? Schreibt doch jetzt mal in die Kommentare. Auch wenn ihr keinen YouTube-Account habt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Dort haben wir übrigens den Tunnel. Oder sollen wir mal zum Tunnel gehen? Nee, ich denke nicht. Also habe ich jetzt gerade wenig Lust drauf. So. Wir gehen jetzt einfach mal woanders lang. So. Außerdem können wir uns hier mal schön hinknien und alles. Ne? Wie ist der Bescheid? Und so. Ah, Leute. Huch. Phasebook. Was will Phasebook von mir? Ich will deinen Geburtstag adden ausprobieren. Was? Ah. Das ist Deutsch. Ja, sowas nennt man Deutsch. Werte Herr. Kenne ich gar nicht. Naja.